Da ist er. Und es geht auf und heraus kommt ein Alpaka. Oh, seht ihr das? Shepard ist auf dem Plateau. Ein herzerfrischendes Moin Moin. Herzlich willkommen zurück zu einer Folge Zoo Tycoon. Wir sind wieder zurück. Wir haben wieder gelangweilte Besucher. Die Aufgabe der Aufgaben. Und eben haben wir ja läppische 10.000 Zoo-Dollar gekriegt. Die nehmen wir natürlich mit Kusshand an, denn die können wir noch ein Aufzuchtzentrum bauen. Das kostet nämlich ein bisschen mehr. Das ist tatsächlich auch gut, dass das ein bisschen mehr kostet. Aber wir gönnen uns das. Denn dann gönnen wir uns hier noch ein Typen, ein Zoo-Mitarbeiter, dem wir das Graslandgehege zuweisen. Das passt. Dann können die sich auf jeden Fall schon mal verpaaren. Und das upgraden wir hier. Hä, hey, wir können einen blauen V machen und so weiter und so fort. Und richtig coole Sachen, richtig coolen Stuff. Geht so. Ich glaube, Stufe 7 ist nicht so die geilste Stufe. Was haben wir noch so für Tiere? Agoutis haben wir, Alpakas. Ja, das sind die einzigen Antilopen, die wir haben. Eulen geht noch. Fürs Gebüsch. Kakadus. Man könnte ein Kakadu-Gehege machen. Was brauchen die denn? Ein Tropenbaum. Da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man hier noch so ein Kakadu reinmacht. Wir können ja dann tatsächlich die Kakadus mischen. Müssen ja nicht nur dieselben Kakadus sein, es können auch verschiedene Kakadus sein. Zum Beispiel der hier. Der rosa und dann der Palmkakadu. Hier holen wir uns Nick. Und dann holen wir uns noch Poppy. Und ich finde die rosa einfach hübscher, deswegen kommt noch Ginger da rein. Hm, das Gehege ist voll. Ich weiß, ich weiß. Gelangweilte Besucher, stimmt, das hatte ich ja nochmal. Laut einer Umfrage sind die Besucher gelangweilt. Unterhaltung. Aber wo sind die gelangweilt? Das kann mir keiner sagen. Angeblich sind die gelangweilt. Aber wo ist ein Geheimnis? Lass uns hier nochmal einen Unterhaltungsstand machen dann. Ballonshop. Mit einem Ballonshop machst du nichts falsch. Den kaufst du, dann kriegst du läppische 3000. Dann upgradest du den Ballonshop noch. Dann ist alles gut. Das Ding möchte ich eigentlich ungern verbessern gerade. Das Klo könnte ich gut verbessern, aber das darf ich nicht. Dum, 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 dum. Oh, Grasland haben wir jetzt auch so auch schon groß. Outback auch. Und Andenplateau normal. Oder Mittel. Ich mache einfach mal das Grasland groß. Auch wenn das blöd wäre, so viele Antilopen will ich jetzt gar nicht. Der Outback wäre auch blöd. So viele Kängurus möchte ich nicht. Tierweisen. In der Wildnis wurde ein verwaistes Junges der folgenden Tierart gerettet. Huacaya Alpaka. Keine Adoptionsgebühr. Das ist doch sehr gut. Magazinfotos. Schwarzes Agouti. Na komm. Eins meiner leichtesten Übungen. Diese Agoutis zu fotografieren. Dafür Geld zu bekommen. Ja, das mit dem Tierweisen, das machen wir gleich nochmal. Vielleicht ein kleines Andenplateau. Kleine Gehege sind doch auch. Sind auch blöd, ne? Kannst halt nicht viel machen. Mit kleinen Gehegen. Wie ist, wenn wir es hier hinsetzen?
beißt sich hier. Da muss das so sein. Ja, das brauche ich ja nicht mal, weil wenn ich da eins hinsetze, dann verbinde ich das alles miteinander. Dann lass uns doch gleich auch nochmal zur Zoopflege kommen hier. Was fressen Alpakas denn so? Die fressen natürlich nur Gras, ist ja vorgegeben. Das Elchding, und es gibt natürlich ein kleines Extra für Alpakas. Die wollen so Plateau haben, ne? Da stellen die sich dann drauf. Für 200 in 2 Sekunden. Oh, dann dauert es 13 Sekunden. Aber ich kann hier Tempelteil hinstellen. Sehr gut. Platzieren wir. Und wir haben mittelamerikanischer Jaguar freigeschaltet. Ja, 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 ja. Da sagst du nix. Da sagst du nix. Reservattiere, genau. Und da haben wir Felix. Ist ein schwarzes Agouti. Und wir haben Shepherd. Domestiziert. Shepherd. Komm mit, Shepherd. Ah, es sind noch keine geeigneten Tiere. Eve ist dann auch hierbei. Und wenn das reicht fürs Sozialverhalten erstmal der Alpakas, dann bin ich zufrieden. Die sind auch immer so flauschig, ne? Hallo, Shepherd. Shepherd freut sich. Ganz, ganz doll. Läuft jetzt natürlich über den Helikopterlandeplatz, dass er uns wart. Weil dann taucht gleich der Helikopter auf. Da ist er. Und es geht auf und heraus kommt ein Alpaka. Oh, seht ihr das? Shepherd ist auf dem Plateau. Ein kleines Alpaka ist auf dem Plateau. Der macht auch immer dasselbe. Was macht denn der denn? Der ist verstört, der gehört nicht hinzu. Tiere gehören in die freie Wildbahn. Ist das eigentlich, um Sachen zu sparen, dass da so ein Blur-Effekt drüber ist? In Wirklichkeit sind die irgendwie total viereckig, aber wurden hart geblurrt. Seht ihr das? Oh, der ein kleines Tier. Sehr nice. Und wir haben wieder 10.000. Das gefällt mir fast noch besser. Wir brauchen auf jeden Fall Unterhaltung. Geht so Gastronomie vielleicht? Ein Eisstand. Und Sauberkeit, okay. Haben wir nicht hier so ein Hausmeister-Ding? Joseph wird erstmal ausgebildet. Jetzt geht's von der Sauberkeit wieder. Was gibt's noch? Zur Sammlung? Ach nee. Hausmeisterstufe. Und wir brauchen das Alpaka als Bild. Eines jungen Alpakas, okay. Mit riesen Kulleraugen erhöhen wir die Besucherzahlen. Ich soll den Hausmeister auf Stufe 3 bringen. Bekomme dafür bessere Sauberkeitsbedürfnis. Tiervielfalt, ja, ich weiß. Die Tiervielfalt ist noch nicht so gut. Was hatte ich jetzt nachgesehen? Tropengehege. Ab Stufe 10 gibt es erst Mittel. Müssen wir uns vielleicht mit einem kleinen begnügen erstmal.
Denn hier kommen die nächsten Tiere rein. Tierfotograf ist die nächste. Ach, das ist eine Tierstufe, nicht Zoostufe. Palmkakadu sollen wir machen. Und dann sollen wir ein Tier auf Stufe 15 bringen, um dann das auszuwildern. Das ist rosa Kakadu, hier ist der Palmkakadu. Für 1000? Für 1000 mache ich das. Was ist denn hier los? Kids. Hört auf, hier rumzulaufen. Warum hast du übrigens einen Schlafanzug an? Na, dann lass uns ein paar Extras haben. Und zwar so ein Klettergerüst. Nehmen wir das hier. Das wird dann auf jeden Fall gut. Gut geforscht. Hier hinten kommt dann Fleisch hin. Hier vorne kommt eine Dusche hin. Und dann haben wir ja ein Extra, was wir erforscht haben. Und zwar ein Klettergerüst. Das ist ein bisschen besser für Pumas als für Jaguare. Rosa Flamingos, Andenplateau groß. Lass uns den Büffel erforschen und dann erforschen wir das auch noch. Das ist nicht gut. Magen-Darm-Epidemie. Hier forschen auch noch mal den Rummelbären. Einfach weil er cool ist. Habe ich nicht Stufe 9 erreicht? Scheinbar nicht. Der Rummelbär, wobei die sind alle gut für Jaguare, ne? Komm, holen wir uns den Stirn. Und dann gönnen wir uns ein, zwei Jaguar. Mittelamerikanisch. 17 Sekunden. Unterhaltung geht. Sauberkeit eher nicht so. Stellen wir halt nochmal ein Personal ein. Leonel zum Beispiel. Und schon regelt sich das Ganze. Ein Jaguar, ein mittelamerikanischen, und zwar Peanut. Und Fiona. Sind das jetzt zwei Weibchen? War ich so blöd? Peanut ist ein Weibchen und Fiona auch, okay. Macht ja nichts. Die müssen sich ja nicht unbedingt vermehren. Ist ja alles gut. Sauberkeit funktioniert. Unterhaltung. Ich möchte eigentlich Tierstufe. Da ist es ja. Stufe 15, das dauert noch ein bisschen. Bis ich hier Tiere auf Stufe 15 habe. Aber wir haben sonst noch einen Agouti. Als Reservat hier. Und das eine Agouti ist nämlich auf 5. Dann passt das. Was ist denn das? 8000 Ocken, damit die Epidemie weggeht. Gibt es dafür ein Achievement? Bestimmt, ne? Gönnen wir uns ein paar Kräuter. Wurde unter das Futter meiner Tiere gesetzt, aber erwarte keine. Was war das? Erwarte keine Wunder. Ist auch besser so, dass das jetzt ein bisschen sauberer geworden ist. Wie sieht's hier hinten aus? Das geht von den Haufen, bei den Agoutis. Und hier 5. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie sieht's hier aus?
Fast überall sind Haufen. Das hatten wir ja schon gemacht. Ich weiß nicht, was die Tierflieger machen, damit die den Tieren zeigen, wie die sich vermehren sollen. Ich weiß auch nicht, ob ich es eigentlich wissen möchte. Dann lass uns mal lieber den Jaguar angucken. Die beiden, die wir haben. Das sind so kleine Jamesy-Katzen. Sehr gut. Ein Foto gemacht. Für 5000 machen wir eine ausführliche Code-Analyse. Dim, 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 dim. Epidemie ist zu Ende. Kein Achievement. Schade. Hätte ich gedacht. Andenplateau, gibt es Tropen? Nee. Erforschen wir das auch nochmal. Ich gucke die ganze Zeit, ob ich hier was verbessern kann. Das kann ich verbessern für 4000, aber... Naja. Kranke Tiere. Okay, wir dürfen nochmal mit dem Buggy fahren. Dann machen wir das auch gleich mal. Los geht's. Brumm, 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 brumm. Kranke Tiere. Fahren wir doch gleich mal hin. Wir haben was gegen kranke Tiere. Hast du Weg? Oh, Restzeit ist sehr niedrig. Hier hinten müssen wir noch hin. Das hat nicht gereicht. Oh Gott. Hui. Herausforderung, kranke Tiere abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür kriege. Ich habe es einfach nur gesehen und dachte, jetzt fahre ich los. Die roten Kängurus sind auch nicht schlecht. Aber lass uns die grauen auch nochmal erforschen. Können wir vielleicht noch einen Känguru mehr reinmachen. Während die Tierpflegerin irgendwo hier steht. Hier steht der Tierpfleger. Und hilft den Tieren dabei, sich zu vermehren. Soweit in der Theorie. Ist nicht schwanger, ist nicht schwanger, ist auch nicht schwanger. Aber die könnten gut ein Baby vertragen. So vom Sozial. Vom Sozialding hier. Dekoration, gemäßigter Wald. Das gibt auch Sterne. Und die wollen wir haben. Oh, das ist sehr groß. Ist immer noch sehr groß. Magazin-Herausforderung. Na, dann lass uns das doch gleich nochmal sehen. Von der Antilope wollen die ein Bild. €1.500. $2. Ja, man kommt voran, ne? Man kommt voran. Egal. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache hier nochmal einen kleinen Baum rein. Und wir sehen uns das nächste Mal zu einer Runde Sub-Tycoon. Ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen da und bis dahin. Haut rein.